Tag für diejenigen, die bereits dabei sind. Cheers. Cool. Fitness-Test heute Abend. 200% für die, die gerade einschalten oder für die, die das Video jetzt schauen. Vergesst nicht, Daumen hoch, Like, Comment, was ihr auch wollt, haut rein in die Tasten, lasst mich wissen, ob ich einen guten Job mache oder nicht. Was passiert heute? Heute mache ich den Lebestark Fitness-Test. Alle meine Kunden, die bei mir trainieren, müssen sich diesen Test unterziehen. Und dabei wird die dynamische Kraft getestet, dabei wird die statische Kraft getestet. Und dieser Test dient dazu, dass wir herausfinden können, wie dein Fitnesslevel ist, beziehungsweise das Fitnesslevel meines Kunden. Weil man möchte ja auch wissen, hey, wie bin ich vorwärts gekommen mit dem Training? Kann ich jetzt mehr? Kann ich jetzt besser? Kann ich jetzt länger? Ähnlich wie Ofo-Maltine-Werbung. Und ja, ist jetzt heute mal Zeit, dass ich das auch mache. Ich habe den Test hier aufgesetzt, aber ich habe ihn nie gemacht. Und habe ich ein bisschen davor gedrückt wahrscheinlich. Weil meine Kunden, da hat es ein paar, wirklich, die sind wirklich 200%, die haben extrem Vollgas gegeben. Was auch erwähnenswert ist, Felix Baumgartner ist jetzt bei mir im Training auch. Und das ist unglaublich, ich nenne das die sogenannte Sportlerzelle, der Typ, das ist unglaublich, wie der Gas gegeben hat und hat ein ganzes Jahr lang nicht trainiert. Und da merkt man, das ist einfach die sogenannte Sportlerzelle, der Memory-Effekt. Wenn der Körper mal richtig am Limit war und dann macht man Pause, dann kommt man wieder rein. Und jetzt schauen wir mal, was ich so leisten kann. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen motivieren. Es ist 9 Uhr abends. Ich bin eure Abendunterhaltung. Für die jetzt eingeschaltet haben, wie gesagt, Fitness-Test. Let's do this. 200%. Hey, und falls ihr wollt, ihr könnt natürlich zu Hause gerne mitmachen. Wichtig, wenn ihr zu Hause mitmacht, das ist sehr, sehr wichtig, dann unbedingt, wenn ihr nicht mehr könnt, Pause machen. Wenn ihr merkt, es ist zu schwer, aufhören, nicht ans Limit gehen ohne professionelle Hilfe oder ohne, dass man sich gewöhnt ist. Aber hey, wenn ihr noch wenn ihr Bock auf ein kleines Workout habt, dann könnt ihr mitmachen. Daumen hoch, kommentieren. Let's go! Thank you.
20, ja? Wird das gut?
Ah! Was haben wir eigentlich? Zum Schlafen gehen? Ja, ein bisschen. Ja, ist ein bisschen langweilig, gell, zum Zuschauen. Für die, die noch dabei sind, cool. Haben wir. Okay, easy, break, okay, boom. Mal schauen, wie es bei mir ist. Ha? Ich hoffe, Facebook sperrt mir nicht wieder das Video, weil ich hier ein bisschen Sound drin habe. Ja, Michaela hatte, glaube ich, 2. Michaela, wenn du zuschaust, wie viel hattest du hier? Du bist die stärkste von allen. Ich glaube, 2 Minuten 30 oder sowas, gell? Shit.
Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag. Ich wünsche euch wirklich von Herzen einen ganz entspannten Abend. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt nicht so viel Stress. Und wenn du jetzt zuschaust und du denkst, was macht denn der hier? Ich wünsche dir noch eine sehr gute Restwoche, dass du dein Ding machst, wenig Stress, so stressfrei wie möglich. Geht eigentlich noch gut. Sheila hatte, was hatte sie hier? Was hatte sie hier? 2. Ja. Eben. Ich merke schon ein bisschen, kardiotechnisch muss ich noch ein bisschen was machen. Da schauen ein paar Leute, die denken, was macht denn der hier? Oh ja, jetzt geht's langsam. Aber ich merke, muss ein bisschen mehr machen, kardiotechnisch, kardiovaskulär. Ja, wer macht denn schon gerne Cardio, gell? Ja, schauen wir mal, wie lange es noch geht. Hätte nicht gedacht, dass es so gut geht jetzt hier. Ist doch geil. Eben. Stressfreie Woche, habe ich euch schon gesagt, gell? 3 Minuten 15, cool. Chillig. 4 Minuten und dann bremsen wir. Mache ich das noch? Ja, die mögen eigentlich noch. Die mögen eigentlich doch gut. Wow. Bin schon ein bisschen überrascht, aber eben. Auch vorhin, es war ein intensives Kreuzheben. Kreuzheben mache ich seit eh und je. Jetzt auch hier merke ich Kniebeugen halt. Das geht schon richtig in die Beine, da kann man richtig damit arbeiten. Und jetzt, ja, ist okay. 4 Minuten, stoppen wir mal hier. Okay. Wo sind wir hier? Ich bin schon müde. 60 Ausfallschritte, 89 Crunches, alles in einer Minute. Seht ihr es? Weiß nicht, ob es steht. Ja, ist ja egal, ich kann es euch ja so sagen. 84 Push-Ups in einer Minute, 40 Pull-Ups, das war das hässlichste vom Ganzen. 25 Burpees, da bin ich nicht zufrieden. 80 Kniebeugen, 120 Step-Ups, Step-Ups auf der Plyo-Box. 1 Minute 50 Plank, ne, das war nicht so gut. Unterrücken war 210 Sekunden, das war gut. Quadriceps-Sitztest war 240 Sekunden und das wäre noch weitergegangen, aber ich wollte euch nicht langweilen. Sage ich jetzt nicht eingebildet, aber das war wirklich, boah, wow. Muss ich sagen, bin ich schon erstaunt, dass ich hätte ich nicht gedacht. Und Sit-Ups waren es 50. Kleiner Fitness-Test, den haben alle meine Kunden bei den Checkpoints, wenn sie bei mir anfangen. Und es ist wirklich hässlich, aber damit kann man richtig gut messen, wo man steht. Könnt es auch zu Hause machen, ich sage es gerne nochmals. Bitte nur mit professioneller Unterstützung, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Und wenn ihr das erste Mal, wenn ihr Anfänger seid im Fitnessbereich, dann unbedingt mit professioneller Hilfe.